Die Stadt Cottbus wird im kommenden Jahr Gastgeberin des 29. Präventionstages sein. Am 10. und 11. Juni soll dieser stattfinden. In Vorbereitung dieses Kongresses unterzeichneten Land, Stadt und die gemeinnützige Gesellschaft DPT eine Grundsatzvereinbarung. Seit 1995 werden jährlich Kongresse organisiert, die sich speziell mit dem Arbeitsfeld der Gewalt- und Kriminalitätsprävention beschäftigen. Auch der Jahreskongress 2024 wird wieder zahlreiche Experten, PolitikerInnen und Interessierte zusammenbringen. Mittels Vorträgen, Workshops und kulturellem Rahmenprogramm soll sich über die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Prävention informiert und ausgetauscht werden. Ein solcher Kongress fand bisher noch nie in Brandenburg statt. Cottbus als Stadt im Strukturwandel ist daher die ideale Gastgeberin für eine solche Tagung im kommenden Jahr, findet auch DPT-Geschäftsführer Erich Marx. Wir haben seit vielen Jahren die Tradition, dass wir gastgebende Partner haben, gastgebende Veranstaltungspartner und jeweils die Stadt, in der wir sind, und das Land. In diesem Fall also Cottbus und Brandenburg. Und wir waren noch nie in Brandenburg. Es war also wirklich Zeit, dass der Kongress auch einmal im Land Brandenburg stattfindet. Und Cottbus ist ein besonderer Ort, nicht nur die zweitgrößte Stadt des Landes, sondern hier passiert schon eine Menge an erfolgreicher kriminalpräventiver Arbeit, im Kriminalpräventionsrat zum Beispiel. Und das war eine gute Mitentscheidung, hier hinzugehen. Die Bedeutung von Prävention kann nicht genug betont werden, insbesondere in einer Zeit, in der wir mit zahlreichen gesellschaftlichen und globalen Herausforderungen konfrontiert sind. Der Deutsche Präventionstag ist daher die ideale Plattform, die sich der Förderung von Präventionsmaßnahmen in allen Bereichen der Gesellschaft widmet. Die Veranstaltung in Cottbus wird sich auf verschiedene Themen konzentrieren, die die breite Palette von Präventionsmaßnahmen abdecken. Also die gesamte Bandbreite dessen, was mit Kriminalprävention zu tun hat oder auch mit vorbereitenden Arbeiten für Kriminalprävention. Es geht natürlich auch um soziale Sicherheit, es geht um Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, um soziales Lernen zu ermöglichen. Aber im Mittelpunkt steht Kriminalprävention und natürlich auch Drogenprävention, Gesundheitsfürsorge, Verkehrsprävention. Das alles sind die Themen. Es gibt also eigentlich kein Thema, das wir nicht ansprechen werden in wahrscheinlich wieder 200 bis 300 Vorträgen und anderen Statements. Die Bandbreite ist von häuslicher Gewalt bis Rechtsextremismus, von Verkehrsprävention über Diebstahl, über Enkeltrick bis hin zu Programmen, wie können Kinder und Jugendliche schon im Kindergarten und in der Kita Prävention und soziales Lernen erleben. Das ist so die gesamte Bandbreite und dann haben wir ein Schwerpunktthema, unter das wir das Ganze stellen. Das heißt Sicherheit im Wandel. Wir alle wollen sicher leben, aber es hat sich eine Menge gewandelt in unseren Erwartungen, in den Ausprägungen von Sicherheit. Und das wird das Generalthema sein, unter dem der Kongress steht. Unter dem Motto Sicherheit im Wandel werden Expertinnen und Experten neueste Forschungsergebnisse und Erkenntnisse vorstellen und diskutieren, wie diese in der Praxis umgesetzt werden können. Neben den Vorträgen und Diskussionen wird es auch zahlreiche Möglichkeiten geben, um sich mit anderen Teilnehmenden zu vernetzen und Ideen auszutauschen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung wird sicherlich die Verleihung des Deutschen Präventionspreises sein, der an Personen, Institutionen oder Projekte verliehen wird, die sich in besonderer Weise für Prävention engagieren.